So, wir kommen heute auch noch mal zu einer Folge wieder bei Idle Champions of the Forgotten Realms. Inzwischen ist das Spiel, nachdem ich ja das erste Mal aus der Closed Alpha gestreamt habe, inzwischen in Early Access ganz offiziell angekommen. Es soll auch kein weiteres Reset mehr geben. Und es ist bereits jetzt das zweite Event aktiv, was ja schon in einem Tag leider zu Ende geht. Soweit ich das bisher mitbekommen habe, sind die Events dauern nur eine Woche, weswegen es dann natürlich Zeit ist, da auch endlich mal aktiv zu werden. Also im Moment habe ich aktuell noch ein Free-to-Play laufen von der Standard-Map, wo ich hier schon ein bisschen, ein paar Missionen gemacht habe, allerdings relativ wenig. Hier fehlen mir noch einige andere, wo ich noch aktiv werden könnte. Aber bisher hat das Spiel halt noch nicht so viel Aufmerksamkeit von mir bekommen. Ebenso gibt es sogar noch eine zweite Map inzwischen, die bleibt wohl auch dauerhaft da, die ich auch mit euch anschauen wollte. Aber jetzt erstmal Schwerpunkt heute Lair's Night, indem ich jetzt sozusagen im letzten Tag oder in den letzten 30 Stunden noch schaue, dass ich irgendwie ein bisschen in diesem Event was absahen kann. Weil jedes von den Events, zumindest hier mal so die kurze Übersicht, bringt einen neuen Crusader mit. Beziehungsweise in dem Fall eben Champion. Ja, muss ich immer dran denken. Das eine sind Crusader, das andere sind Champions. Also das Event bringt einen neuen Champion mit und halt verschiedene Achievements, die zu erreichen sind, die jetzt hier auch alle nur einen Damage-Bonus von 1% haben. Also es ist jetzt nicht kritisch, wenn man die nicht erwischt. Das Einzige, was vielleicht schade ist, dass man den hier nicht erwischt. Aber auch das ist jetzt nicht weiter problematisch. Arcane Versatility, das ist dann noch wieder ein Bonus-Element, das man dann nutzen müsste, damit man eben noch ein weiteres Achievement freischaltet. Ansonsten hier, die sind relativ teuer, also klar, das erste ist mit 100 von diesen Kürbissen ist es kein Problem. Inzwischen habe ich jetzt über, also fast 31.000 von den Kürbissen eingesammelt, also ich kann hier schon ein paar von den anderen Missionen dann starten. Das größte Problem ist letztlich, dass die Boni, die ich jetzt hier zum Beispiel schon angesammelt habe, also wenn ich mir die Campaign-Map anschaue, in der Standard-Map habe ich aktuell einen Goldbonus von 81.000%. Das ist natürlich, so, dann werde ich jetzt hier mal das ein Reset machen. Immerhin habe ich jetzt hier einen Bonus von 100%, also mein Goldbonus verdoppelt sich. Allerdings habe ich diese Mission auch seit Ewigkeiten laufen. Einfach weil ich gucken wollte, okay, schaffe ich denn möglichst mal Level 90 abzuschließen? Aber nein, bisher ist mir das noch nicht gelungen. Und über die Zeit lohnt sich das auch nicht allzu stark, das einfach weiterlaufen zu lassen, weil natürlich der Multiplikator einfach fehlt, um die höheren Level zu bekommen. In der Hinsicht ist das schon ziemlich strikt, dort weiterzukommen. Ihr seht, selbst hier wird mir noch angezeigt, also Area 150 soll ich hier erreichen. Das ist natürlich in dem Sinne tödlich, weil ich einfach gar nicht genug Geld einsammeln kann, um meine Helden so weit aufzuleveln, dass ich bis zu dieser Stufe komme. Auch Level 100 ist aktuell noch unrealistisch, weil ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt dort bei Level 90 festgehangen und bin da noch nicht drüber hinweggekommen. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass ich das wirklich schon erreiche. Das heißt, diese Easy-Einteilung ist hier im Moment noch sehr realistisch. 75 ist möglich, in relativ kurzer Zeit. Aber heute möchte ich ja eben hier ohnehin die neue Map starten. Und das heißt letztlich erstmal hier vom Anfang anfangen und Level 50 zu erreichen. Also mal schauen, ob ich das jetzt tatsächlich beim Anfang direkt hinbekomme. Weil zumindest da ist es ziemlich gut möglich, dass ich mit dem Klicks halt ganz gut unterstützen kann. Also mal gucken, wie ist denn das Ding aufgebaut? Okay, so ist das Map-Item. So, jetzt ist natürlich hier erstmal etwas mühselig, die ersten 50 Geldmünzen zusammenzubekommen, damit als erstes mein Klicker einfach hochleveln kann. Und damit dann natürlich eine schnelle Unterstützung geben kann. Vorher kann ich natürlich auch die Investition natürlich erstmal in ihn vornehmen. Hier ist es schön, hier haben sie inzwischen tatsächlich auch nicht nur, dass man das mit Alt und Alt-Shift irgendwie mit dem Upgrade machen kann, oder dass ich das tatsächlich umstellen kann und sagen kann, okay, ich will einfach generell, wenn ich so Level für die einzelnen Helden kaufe, für die einzelnen Champions dort was mache. Dann will ich sowohl die Level haben, bis ich das nächste Upgrade freischalte, und das Upgrade soll bitte gleich mit dazu gekauft werden, damit ich da nicht extra klicken muss.
Und dann kann ich hier zumindest auch sehen, okay, 10 Level braucht es für Sie zum Beispiel, und dann wird automatisch auch das nächste eben freigeschaltet. Und spare mir so ein bisschen die Klicks und kann die auch gleich stufenweise mit den nächsten Multiplikatoren-Bonus dann freischalten. So, bei ihm habe ich jetzt natürlich nur noch ein Level im Moment. Ihr seht ja, das wurde gleich automatisch mitgekauft, genauso wie es sein soll. Und jetzt braucht es 5 Level oder beziehungsweise 36 Taler, Goldmünzen, wie auch immer, um dann die nächste Stufe von ihm freizuschalten. Und dann kann ich da das gleich aktivieren. Und dann lasse ich ihn jetzt gerade mal ein bisschen hier alleine rumstöbern. Soll er doch mal die alleine fertig machen. Und ich zeige euch nämlich gleich noch das neue Feature, die Blessings. Das sind jetzt so die normalen Torms Favor. Chaunt's Favor, das war das von dem ersten Event. Da habe ich dann die Chaunt's Favors, die ich dort eingesammelt habe, umgewechselt und habe 97 Torms Favor bekommen. Und kann die dann hier für Upgrades nutzen. Ich gehe davon aus, dass diese Upgrades dann zumindest im Gegensatz zu dem Goldbonus hier eventuell auch greifen. Weil zumindest steht jetzt hier nichts, aber mal schauen. So, jetzt mal gucken, welches jetzt welches ist. Claymore's Favors sind coming soon. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich die eigene Map. Mal nochmal nachgucken. Genau, also das sind die Sachen hier. Das heißt, die kann man später auch entsprechend umtauschen. Hier haben sie noch keines freigeschaltet, was man damit erwerben kann. Und deswegen gehe ich aber trotzdem davon aus, dass man die verschiedenen Boni hier grundsätzlich behalten kann. Also die einzelnen Tiers werden eben erst freigeschaltet, wenn man am Anfang auch hier genug ausgegeben hat. Und hier ist allerdings dann auch wieder der Punkt, wenn man die natürlich ausgibt, verliert man den Multiplikator-Bonus. Also nicht so wie bei Crusader of the Lost Idols, da war es ja am Anfang auch erst so. Aber später haben sie es dann umgeändert. Ja, jetzt muss ich ihm mal ein bisschen unter die Arme greifen, damit er hier nicht so sang- und klanglos untergeht. Und vielleicht ganz sinnvoll, dann sie auch gleich mal dazu zu holen. Also was hier auch noch wichtig ist zu beachten, wenn ihr die Ebenen wechselt, dann müsst ihr die wieder von vorne anfangen. Das heißt, ihr habt keine Möglichkeit, so immer in mehreren Anläufen dann die Monster nach und nach zu killen, was eben auch nochmal den Fortschritt etwas beschränkt, dass man nicht so sagen kann, ah okay, meine Leute halten so lange durch, zwei Monster zu killen, dann gehe ich zurück, dann gehe ich wieder hin und kill die nächsten zwei Monster. Nee, das klappt nicht. Ihr müsst in der Lage sein, sozusagen die gesamte Monsterwelle auf einmal zu überleben. Und eben, wie gesagt, also mit den Blessings, wenn ihr die Sachen ausgebt, dann verliert ihr den Goldbonus. Und umgekehrt eben gegenüber dem, wie sie es bei Crusader of the Lost Idols dann gemacht haben, wo sie das dann geändert haben und die Boni generell aktiv sind, weil sonst hätte es irgendwie keinen Sinn gemacht, diese Unmengen an Idols dort auszugeben, wenn ich sie gleichzeitig immer den Bonus, den Kampfbonus verloren hätte. Aber hier ist es ja eh nochmal anders, weil hier habe ich eben keinen Kampfbonus, sondern nur einen Goldbonus. Während ich das, was ich freischalte, sind dann tatsächlich eher stärkere. So, jetzt kann ich hier gleich schon mal ein bisschen stärker dazu draufhauen. Und das dauert jetzt natürlich noch eine Weile, bis ich da signifikant so einen One-Kill bekomme. Aber zumindest kann ich ihm so weit helfen, dass er hier die Stufe überlebt. Und mal gucken, wie viel Gold ich aktuell bekomme. 18 pro Monster. Das Schöne ist auch, also das Click Damage bleibt ziemlich lange relevant. Auch mit den Upgrades nachher. Da kann ich zwar, also auch dort, wo ich schon so viele Items eingesammelt habe und einen hohen Goldbonus habe, kann ich ziemlich lange mit meinem Klicken ja, partizipieren, weil sich hier eben diese Klickmöglichkeiten auch immer, die Stärke immer wieder verdoppelt. Ich habe bisher noch keinen Crusader gesehen, mit dem ich ein anteiliges, also irgendwie prozentual an dem Gesamtschaden beteiligt werde. Die haben die Ringe gestohlen. Und ein Schwert. Hier ist auch schön, hier haben sie auch ergänzt, dass man das Journal nachlesen kann. Das heißt, wenn man hier irgendwie outklicken oder irgendwas aktiv hat, dann kann man trotzdem jetzt nachlesen, ja, was sind denn so für Dialoge aufgetaucht, wo bin ich bisher lang gelaufen und so weiter. Und ebenso, ja, jetzt haben sie mich gleich überrannt.
muss ich ihn jetzt erstmal hier ein bisschen sammeln lassen, damit er da hoffentlich die genug Gold einsammelt von den Banditen, damit ich zum einen sie dann mal noch freischalte und natürlich auch hier mein nächstes Click-Upgrade bekomme, um ihm dann gegen den Boss zu helfen. Also hier im Journal gibt es dann auch noch eine Loot-Übersicht, wo ich dann nochmal sehen kann, okay, hier, also ihr seht schon, wie lange ich jetzt an dem letzten das habe laufen lassen, hier vom 31. November, da ist immer dann, was ich so an Boni einsammle und wann der letzte Reset stattgefunden hat. Mal gucken, wann ich hier die letzten, das war noch, hier bin ich noch eben vorwärts gekommen. Hier habe ich für die einzelnen Bosse eben ein paar Gems bekommen. Und der letzte Reset war vorher am 24. Oktober. Also da ist nochmal nett, so ein bisschen eine Historie zu haben. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Was habe ich angestellt? Hier habe ich eben Kisten aufgemacht und habe da halt so ein Strong-Schild bekommen. Beziehungsweise, nee, ich habe eigentlich zwei Kisten dazu bekommen. Und wahrscheinlich den Strong-Schild. Das eine war jedenfalls ein Redeem-Code, wo ich eben über den Newsletter wieder eine Kiste bekommen habe. Und ansonsten seht ihr halt hier, wie ich hier nach und nach eben diese Bonuswährung von dem aktuellen Event eingesammelt habe, weil ich dann regelmäßig mal vorbeigeschaut habe und mir gedacht habe, wann schaffe ich es jetzt endlich hier, das heutige Video zu machen. Und aktuell eben jetzt bei denen endlich angekommen bin, endlich die Zeit jetzt genommen habe, dieses Video mal zu machen und mit euch in dieses Event noch reinzustarten, kurz bevor es zu Ende geht und mal gucken, wie weit ich jetzt tatsächlich in ein, zwei Stunden komme. Dass ich jetzt hier tatsächlich, okay, 418, das heißt, ich kann jetzt zumindest meinen Klick schon mal verbessern und damit dann eben wirklich signifikant unterstützen. Dadurch sollte ich dann auch jetzt ganz gut in der Lage sein, den Boss zu erledigen. Und ja, also es wird schon ein bisschen knapp. Mal gucken, wie lange er gegen den Boss durchhält, weil selber schlägt er auch ganz kräftig zu. Und dann wird es auch wieder ein bisschen einfacher, weil natürlich gegen die normalen Monsterhorden geht es schon ein bisschen entspannter. Okay, also ein, zwei Schläge und dann ist er weg. Aber hier habe ich dann jetzt eben auch wieder den Vorteil, ich habe dann immer noch die Zeit, bis er zum Bildschirmrand gewandert ist. Also auch wenn er jetzt tot ist, habe ich noch nicht verloren, weil bevor er nicht den Bildschirmrand erreicht hat, wie ihr jetzt gesehen habt, kann ich ihn mit meinen Klicks noch umbringen und da ich ja, auch wenn es hier eben nicht, da ich nicht abhängig bin von der Formation DPS, sondern eben meine eigene Click-Damage habe, kann ich dann immer noch agieren. Also in der Hinsicht eine andere Spielweise, als es bei Crusader of the Lost Idol der Fall ist. So, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. So, hier kann ich natürlich im ersten Level jetzt super unterstützen, weil die ersten Biester jeweils von diesen fünf Areas sind entsprechend schwach. Und da kann ich ziemlich schnell durchgehen und kann dann gleich den 1000er, beziehungsweise die 730, dann kann ich jetzt Celeste mal dazu holen, gleich mit dem ersten Upgrade. So, dann lasse ich die beiden jetzt mal kurz alleine und weil ich will mir nämlich nochmal in dem letzten, also das Lyra's Favor müsste ja eigentlich, das müsste jetzt die Währung für dieses sein, genau, Lyra's Favor bekomme ich hier als Entlohnung. Das wird wahrscheinlich zum Ende des Events dann wieder tauschbar sein und wahrscheinlich wieder in Torm's Favors umgewandelt werden können oder eventuell auch in andere. Also wenn es mehrere dieser dauerhaften Maps gibt und jede von diesen Maps unterschiedliche Tiers und unterschiedliche Belohnungen bekommt, da man tatsächlich entscheiden kann, in welche von diesen besonderen Bereichen oder in welche dieser dauerhaften Maps Währung ich letztlich meine Eventwährung umwandeln will. Weil eine, also es waren dann irgendwie, ich glaube, eine Woche auch, bis das automatisch, also dann zwangsweise umgewandelt werden würde. Und wenn man das halt vorher dann auswählen kann, das heißt vielleicht in anderthalb Tagen, wenn sie da das nächste Update reinhauen, also sie updaten ja eh immer zwischendurch eine ganze Menge und ergänzen Sachen, dass sie vielleicht den hier dann schon freischalten und dann eben hier die Möglichkeit haben, am Ende schon zwischen den beiden zu wählen. Mal gucken, ob die generell stehen bleiben, sozusagen als Historie der Events, an denen ich teilgenommen habe. Also jetzt einfach mal schauen, dass ich jetzt irgendwie auf Level 50 komme, dass ich dann die erste Mission letztlich erfolgreich abschließen kann. Wobei es hier vielleicht auch sinnvoll ist, ich muss mal gucken, wie viele Favors ich am Ende bekomme.
weil wenn ich den 100er eventuell noch ein paar Mal spielen kann, wäre es natürlich recht günstig, einfach da ranzukommen, weil es ist dann ein sehr günstiger Einstieg, um mehr von den Gold-Boni-Medaillons zu bekommen. So, genau. Hier erstmal meinen Click-Damage wieder hochbringen, damit ich einen spürbareren Effekt habe. Und dann kann ich die nämlich recht zügig mitbegleiten und meine Helfer dann nach und nach wieder hochziehen. Damit auch deren Schläge natürlich einen Effekt haben und ich nicht alle Monster alleine killen muss. So, also mal auf der Kampagnenkarte nochmal kurz nachschauen bei Lair's Knight. Weil klar, solange ich das natürlich nicht erfolgreich abgeschlossen habe, weil ich muss mindestens Area 50 abschließen, könnte ich das eventuell mehrfach spielen. Aber mal gucken. Ich werde es mal ausprobieren, wenn ich sozusagen Level 49 resette. Aber wahrscheinlich, nee, das ist das andere Problem. Doch, ich kann completen. Also ich kann das abschließen, bevor ich das bekomme. Im Moment habe ich allerdings noch keine, bekomme ich noch gar keinen Bonus. Also mal gucken, ob ich wie, ab wann der erste Bonus überhaupt kommt. Ja, die Axtschläge von Brunor haben schon deutlich mehr Effekt als meine Klicks an der Stelle. Aber beides zusammen hat auf jeden Fall ausgereicht, um eben den Boss von Level 10 auf jeden Fall schon mal zu erledigen. Ja, wer ist dieser maskierte Mann? Schauen wir mal. Ja, hier ist es jetzt wieder recht zügig. Da kann ich einfach schnell ein bisschen Gold einsammeln und Celeste dann auch schon mal weiter aufleveln. Und mal sehen, wann ich dann jetzt gleich den nächsten freischalte. Weil mit 18.000 fast dauert das noch ein bisschen länger. Da kriegen die anderen beiden vorher noch ein Upgrade spendiert. So, das ist auf jeden Fall wichtig, hier meinen Damage wieder weiter hochzubringen, damit ich hier weiterhin einen guten Anteil geben kann. Und jetzt natürlich dann erstmal Brunor mit dem nächsten Update und Celeste bekommt es danach. Ja, er haut auf jeden Fall deutlich kräftiger zu, als ich mit meinen Klicks dazu in der Lage bin. Aber dafür kann ich halt die ganze Zeit draufhauen, während er halt dann, ich glaube, 4 Sekunden oder so weiter bis sein Angriff, ja, 4 Sekunden Cooldown, bis er letztlich wieder zuschlagen kann. So, wenn wir mal gucken, wie viel ich insgesamt erreiche mit meinen Klicks. Also er hat ja 5 hoch 35, also 5 hoch 5 ist sein Damage. Und wahrscheinlich in dem nächsten Level oder übernächsten werde ich dann auf jeden Fall auch mal so lang klicken können. Weil im Moment bin ich ja fast ein Faktor 10 drunter, aber das ändern wir jetzt auch gleich. Wie ihr seht, sind hier unten auch jeweils die Upgrades natürlich unterschiedliche Stufen, weil bei ihm sind jetzt 20 Level bis zum nächsten Upgrade, das er hier bekommt. Bei ihr sind es jetzt nur 5. Deswegen kann es manchmal eben sein, dass man andere schneller wieder aufleveln kann, als dass es einfach so linear durchgeht, weil die doch alle unterschiedliche Sprungmarken haben für die verschiedenen Boni, die sie dann entweder auf einzelne Skills oder einzelne Bereiche bekommen. So, jetzt werde ich mal den nächsten freischalten. Dann habe ich den dritten Kämpfer, der auch Angriffe machen kann. Und ja, das hier ist jetzt aktuell, ich glaube, er war nicht das Event, sondern er war ein Bonus-Charakter, der über den Newsletter-Code dann irgendwie freigeschaltet werden konnte. So, sobald bestimmte Abilities freigeschaltet werden, muss ich dann auch ein bisschen schauen, dass die natürlich in der passenden Ausrichtung stehen. So, also Bruno schafft es ganz gut. Hier unten ist mal wieder, da sind neue Spinnen rausgekommen, nicht gut. Aber die Hälfte vom Boss ist an Leben schon weg. Aber Bruno lebt wahrscheinlich nicht allzu lange. Aber die anderen beiden, ja, gut, geklappt. So, erst wieder ich und dann ihr. Die Kürbisscheiben, die ihr immer seht, sind eben die Premium-Währung, Premium-Währung, die Event-Währung, die dann hier eingesammelt werden kann.
So, mal gucken, habe ich denn jetzt aktuell. Oh, ein Favor habe ich aktuell. Naja, das ist noch nicht allzu viel. Mal gucken, wie weit bis Level 49 tatsächlich zusammenkommt und ob es sich lohnt, das zumindest dann noch einmal zu spielen mit dem entsprechenden Goldbonus. Aber wahrscheinlich, vielleicht muss ich sogar, weil ich noch nicht weiß, ob ich wirklich so viel Gold hier bei dem Monster zusammenbekomme, dass ich überhaupt Level 50 erreichen kann. Auf der anderen Seite soll bei den Events aber auch das Einsammeln für diese Favors deutlich schneller gehen. Also das heißt, es müssten früher höhere Mengen erreicht werden. Mal gucken, das müsste, glaube ich, in den FAQs gestanden haben. Genau, es ist ein Single Adventure mit drei Varianten und so weiter. Event-Token, Perpetual von. Ah ja, genau, die Event-Token, das ist ja das, was ich schon gesehen habe, mit den Kürbisscheiben. Das Gear und die Champions, das bleibt drin. Und eben nach dem Event kann man die dann umtauschen. Okay, also da steht jetzt nichts weiter dazu. Ja, der hat auf jeden Fall schon diesen netten Swing, womit er auf jeden Fall mehrere Monster auf einmal erwischt. Hat sie schon einen Bonus aktiviert? Celeste increases the damage of adjuncted champions. Okay, also das muss ich schon darauf achten, dass das schon aktiviert wird. Und bei ihm, ah ja, in der gleichen Reihe, das heißt, dann muss ich die schon mal zusammensetzen. Und ihm, okay, bei ihm ist es noch nicht freigeschaltet. Ja, da sieht man, im Moment ist mein Klickschaden schon nicht mehr so signifikant wie die Damage, die die anderen austeilen. Aber zumindest sehe ich noch ein bisschen von der Unterstützung her, dass es einigermaßen aufgeht. Aber die Champions sind auf jeden Fall um einiges stärker. Aber ich kann zumindest mit meinem Klicken die auch noch ein bisschen aufhalten. Allein das hilft schon, dass die nicht so schnell bei den Champions ankommen. Und ja, einfach durch die Champions besser erledigt werden können. Komm, jetzt haut den noch um. So. Und der Masked Man ist dann noch nicht angekommen. So, da hat der Celeste schon fast aus den Stiefeln gehauen. Das heißt, ein Schlag noch und sie ist weg. So, immerhin. Naja, Bruno hat jetzt natürlich auch schon einen gewissen Damage-Bonus verloren. Das heißt, das wird im Moment jetzt erstmal noch nichts. Das heißt, den muss ich erstmal noch aufleveln. Ja, da muss ich jetzt erstmal wieder noch ein bisschen Gold sammeln, um dann letztlich hier noch die Upgrade zu kaufen. Bruno bekommt ja dann seine erste, also sein Spezialisierungs-Upgrade. Da kann ich dann sagen, okay, hau dir mal noch ein bisschen besser auf die Mütze. Und dann kann ich nochmal einen Versuch mit dem Boss wagen. So, also hier, genau, increasing the damage of the bis an die Sam Column oder eben lieber, dass er selber nochmal 200% mehr draufhaut und deswegen für mich ist es eher wichtiger, dass er einen hohen Schaden austeilt, weil damit habe ich dann die Möglichkeit, dass er hoffentlich den Boss schnell genug erledigt, wenn ich den ein bisschen verzögere, dass er da oft genug drankommt. Ach so, 4,4 Sekunden, Moment, dann müsste ich eigentlich tatsächlich feststellen können, ne, increase the damage, weil es gibt ja hier noch die reduced cooldown of all champions. Das kann ich jetzt mal testen, ob die Blessings an der Stelle greifen. Weil hier steht immer noch 4 Sekunden. Also es sieht nicht so aus, als ob ja, die Boni tatsächlich hier wirken. Es stand ja auch in den FAQs zumindest jetzt nichts, dass diese Tierboni wirken. Das heißt, die wirken sich tatsächlich dann nur in dem Bereich aus, sozusagen für die einzelne Map. Damit, denke ich, wäre das dann auch schon mal geklärt. Weil klar, hier ist natürlich auch, das sind Boni, die können in dem anderen nicht wirken, aber ist natürlich auch schade, dass dann die anderen Sachen dort nicht auswirken. Auf der anderen Seite hält das Spiel aus meiner Sicht auch länger frisch. Also sie gehen da ein bisschen anderen Weg letztlich als bei Crusaders of the Lost Idols, aber das ist ja auch sinnvoll, weil es macht ja keinen Sinn, das gleiche Spiel nochmal zu machen, sondern dann auch eventuell auch als Erfahrung mit dem anderen Spiel, dass sie sagen, okay, wir bauen das ein bisschen anders auf. Insbesondere sind ja auch schon allein das mit den Kästen, das heißt, dass ich ja
Eigentlich ab und zu kann ich die in Drops finden. Ich nehme an, auch die Gold-Chests, dass die in Drops auftauchen können, aber normal bekomme ich halt die Gems und mit den Gems kann ich sowohl die normale als auch die goldene kaufen. Und im Moment habe ich mir auch überlegt, ist es sinnvoller, eigentlich auf die goldenen zu sparen, weil es kommt nämlich dann noch ein bisschen drauf an, weil die, also die Silver-Chests, kann ich euch gleich dann nochmal zeigen, aber ich warte jetzt mal noch ein bisschen, bis ich weiter hoch bin, weil die haben ein Item und teilweise dann einfach zweimal Gold drin, also einfach ein Goldbonus, Golddrops, während die goldenen Kisten tatsächlich zwei Items haben und die anderen drei Sachen in der Regel solche Inventory-Items sind, also irgendwas aus diesem Bereich hier, irgendwelche Tränke, und das ist dann natürlich schon signifikanter Unterschied, ob ich jetzt für, gucken wir nochmal, ja, gucken wir gleich nochmal in den Shop rein, also ob ich jetzt im Endeffekt eine Kiste mit 50 kaufe, wo dann ein Item mit niedriger Qualität drin ist, oder ob ich tatsächlich eben zwar dem Verhältnis 10 von den Kisten habe, dafür aber garantiert zwei Items, also das auf jeden Fall schon 100 ist, mit einer höheren, genau, mit Scan to be Loot und mit Rare or Better, die Garantie habe ich hier nicht. Das heißt, bis ich diese Stufen zufällig erreiche, brauche ich natürlich nochmal mehr Kisten. Das heißt, es lohnt sich schon, auf diese Goldkisten zu sparen und eben, wie gesagt, dann die Tränke noch zu haben. Statt hier eigentlich die anderen zwei Slots einfach nur Gold zu sammeln, habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, ah, okay, da bekomme ich noch ein paar Tränke, die ich dann auch wieder im Spiel noch sinnvoll als Boni einsetzen kann. Insbesondere der Klickbonus, den ich einmal verwendet habe. Genau, cause your clicks to do at least in dem Fall 4% of Monster Damage Heals. Das heißt, wenn ich da natürlich einen schnellen Autoklicker habe, kann ich da auf jeden Fall nochmal einen Push wenigstens machen. Wobei hier mit 4 Minuten könnte es eventuell sogar reichen, dass ich zwei Bossmonster kille, wenn ich schnell genug eben durch die ganzen Level durch bin. Aber ja, also soweit. Auch der Unterschied zwischen den Goldkästen und den normalen Kisten, die man da bekommen kann. Was also auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied ist zu Crusaders of the Lost Idols. Ansonsten bei den Collections, da hat sich jetzt nichts geändert, außer dass das halt bisher die Ausrüstung ist, die ich eingesammelt habe. Hier bei ihm, ach ja genau, da fällt mir ein, ich wollte nämlich noch in die, also er hat in allen Slots zum Glück Ausrüstung inzwischen drin. Was ich nämlich auch brauchte für bestimmte Achievements. Weil wenn ihr euch hier die Events-Achievements anschaut, also ein paar habe ich davon abgeschlossen, das waren bei ihm. Die beiden habe ich eben nicht geschafft abzuschließen, weil Level 150 habe ich schlicht nicht erreicht, weil ich nicht oft genug dort gespielt habe. Und hier habe ich jetzt wieder das Gleiche, also natürlich ihn freizuschalten. Und dann habe ich eben hier so eine Spezialaufgabe, kill 100 enemies with each of Kronts Cantrips. Also irgendeine Fähigkeit von ihm soll dann eine bestimmte Anzahl Monster killen. Ansonsten ist hier eben das, was ich bei dem anderen geschafft habe, in jedem Slot ein Gear zu haben, also 6 Gears von den verschiedenen Typen dann, ihn halt zu rekruten. Und bei ihm war diese Spezialfähigkeit, ich sollte 500 Bosse killen, die von seinem Keystroke, dass er vorher den Keystroke aktiviert hat, aber er vielleicht sich von anderen gekillt würde, also er nur die Vorbereitung schafft, dass die Bosse verwundbarer sind. Das habe ich dann dadurch gemacht, dass ich ihn halt in einem bestimmten Boss-Level letztlich habe stehen lassen, um dort dafür zu sorgen, dass dann er den Key aktiviert und andere letztlich den Kill hinlegen. Und hier seht ihr auch einige, hier haben wir das inzwischen auch in Kategorien aufgeteilt. Die habe ich schon bekommen. Dann gucken wir hier nochmal in Progress. Gut, das sind so das klassische Kill und Gold. Adventures ist einfach das sozusagen abzuschließen. Gear-Ausrüstung auch soweit klar. Aber hier sind die eigentlichen Herausforderungen, wo man sich dann anschauen muss, okay, was muss ich dafür anstellen? Das heißt, ich weiß nicht, ob das komplett aufsummiert wird. Ich gehe mal davon aus, also Navali muss eine bestimmte Menge an Schaden einstecken. Calliope soll, das heißt, da muss man natürlich Calliope erstmal auch rekrutieren. Und dann muss man ihn aber so einstellen, dass er auch sein Damage-Schild aktiviert. Das heißt, das hängt dann davon ab, welche Ability man bei denen aktiviert, ob da überhaupt signifikant was zusammenkommt. Und
ja, hier Tyrius Schildbeit und so weiter. Also das sind auf jeden Fall Sachen, da muss man ein bisschen gucken, muss man sich mit seinen Champions auch auseinandersetzen und dann das Passende auswählen. Und ja, ansonsten hier einfach das Recruit Champions und so weiter, das sind dann nochmal Standardsachen. Also richtig spannend sind eigentlich hier die Champion Achievements, die individuell sind für die einzelnen Champions und man mit denen was anstellen muss. Also hier zum Beispiel muss man auch dann die passende Ability auswählen, das bei Marcos, wir gucken, das ist einer der späteren, das ist der hier, das ist Calliope, Marcos hier. Mal gucken, kann ich den von hier eigentlich weiter aufrufen? Ne, im Moment nicht. Moment, müsste ich aber von hier aus, ne, hier sind bloß die, die schon verfügbar sind. Also er hat auf jeden Fall eine Fähigkeit, womit ich zusätzlich Gold einsammeln kann und ja, die muss ich halt dann aktivieren, damit das Ganze soweit klappt. So, dann machen wir Bruno gleich mal noch stärker und machen einen nächsten Versuch. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt halte ich den Boss mal noch so lange auf oder ein bisschen zurück, weil irgendwann fängt er halt auch an zu laufen. Aber wenn er jetzt nicht gleich auf Bruno losgeht, das sollte eigentlich mit zwei Schlägen, sollte der auf jeden Fall weg sein, ja. Und damit hat das schon mal geklappt. Ich hole mir noch ein Click-Update und dann geht's weiter ins 21. Level. Okay, er scheint mal wieder entwischt zu sein, also hinterher. Ja, jetzt muss ich natürlich den Automarsch wieder einschalten, damit die dann auch weiterlaufen. So, mal gucken. Also im Moment sind es jetzt 4 Favors, also noch lohnt es sich auf keinen Fall zu resetten. Auf jeden Fall sind meine Crusader schon ganz fleißig dabei, die schnell niederzumetzeln. Da werde ich ihm jetzt gleich mal noch ein Update machen, damit er mit seinem Schwertschwinger natürlich möglichst noch mehr von den Monstern direkt killen kann. Weil im Moment sind meine Crusader auf jeden Fall ziemlich in der Lage, mit einem Hit die Monster zu killen. Ja, und er natürlich mit seinem Schwinger kann gleich mehrere killen. Ja, genau, da muss ich ihn jetzt eigentlich mal nach vorne setzen, weil natürlich ist sein Bonus jetzt aktiviert. Das heißt, mit dem Update ist das jetzt freigeschaltet und damit er natürlich den relevanten Bonus ausübt. So, mal gucken, da müsste ich jetzt eigentlich gleich Stucki freischalten können, weil ich sollte jetzt ja relativ schnell auf 2 hoch 6 zusammenkommen. Bis jetzt habe ich jetzt schon wieder wenig darauf geachtet, wie oft jetzt hier oben eigentlich irgendwelche Gnome oder irgendwas aufgetaucht sind, weil die Vögel, wenn die vorbeifliegen, das sehe ich noch relativ schnell. Aber die Gnome, wenn die da aus ihren Büschen rausgucken oder wenn mal die Steine wackeln, ist dann doch etwas schwieriger zu erkennen. So, genau, ihn freischalten und mit dazustellen. Ja, kann ich mir jetzt langsam das Klicken auch sparen, zumindest wenn ich es jetzt nicht weiter anhebe. Weil ich natürlich hier im Vergleich zu 4 hoch 8 keinen signifikanten Schaden mehr austeile. Und vor allen Dingen ist das ja runtergerechnet aus DPS. Das heißt, der eigentliche Schaden, den er mit einem Schlag austeilt, ist natürlich auch schon deutlich höher. Der liegt eben doppelt so hoch wie der Gesamtschaden, der oben angezeigt wird. Insofern ist das auch ein bisschen irreführend, die DPS pro Sekunde, weil natürlich pro Sekunde keine DPS-Schaden ausgeübt wird, sondern immer nur, wenn die auch wirklich angreifen. So, da bekommt sie jetzt auch gleich ihre Spezialisierung, wo ich dann schauen kann, ob ich eben in Damage gehe oder in Heilung. Aber ich werde eben doch hier wieder in Damage gehen und hoffe, dass die dann einfach ein bisschen schneller noch mit den Bossen jeweils fertig werden. Das Wichtigste ist letztlich mit dem Klicken, die Monster so lange zu verzögern, dass sie meinen Champions nicht gefährlich werden. Naja, wir sind jetzt langsam an einem Schloss angekommen. Also mal schauen, was da drin los ist. Zumindest, wenn ich hier jetzt die Eingänge frei bekomme. So, schön stehen bleiben, nicht weiterlaufen. So, die Beimonster sind schon erledigt und jetzt fehlt bloß noch die große Ratte. Dann machen wir mal Bruno noch ein Update. Das heißt, wenn Bruno jetzt draufhaut, sollte das deutlich spürbarer werden noch. Ja, also noch ein Treffer und wir sind ein Level weiter. So,
wieder ein paar Gems und weiter geht's. Ach, wobei die Scheiben sind wahrscheinlich, so wie ich es gerade sehe, Kürbiskuchen. Die sind halt bei uns nicht sehr üblich, deswegen bin ich es nicht gewohnt, Kürbiskuchen zu sehen oder als solche zu erkennen. Aber man könnte die als solche verstehen. So, also ihr Update, und zwar eben nicht auf Heilung, sondern auf Damage für die drumherum. Damit bekommt Boomer dann wiederum ein Update und jetzt hat er schon 6 hoch 9 Damage. Ja, an sich geht es letztlich immer nur darum, dafür zu sorgen, dass durch meine Klicks die Monster möglichst weit hinten gehalten werden und meine Crusader, meine Champions dann in der Lage sind, die möglichst schnell dort hinten zu erledigen und natürlich auch möglichst als Gruppe, weil solange die eng zusammenbleiben, ist eben gerade für, wie war es, dein Name wieder? Nayeli, der natürlich dann gleich eine ganze Gruppe attackieren kann. Jetzt hatte Nayeli nicht allzu viel Auswirkungen. Ja, seine Schläge sind jetzt ein bisschen zu schwach, um denen beizukommen. Anscheinend ist im Moment nur noch Bruno sozusagen relevant in Damage. Dann brauchen die anderen noch ein paar Updates. Aber erstmal den nächsten Crusader freigeschaltet. Der verbessert dann die Damage vor ihm von den Leuten. Das heißt auch wieder, eigentlich ist sozusagen Bruno aktuell mein Damage Maker oder Damage Dealer, der dann dafür sorgt, dass ich hoffentlich Level für Level weiterkomme. Und so, dann mal schauen, dass du auf jeden Fall langsam wieder einen signifikanten Schaden hast. Okay, 3 hoch 9. Du bist jetzt schon bei 10. Das Einzige, was natürlich ein bisschen schade ist, man sieht nicht, wie viele Hitpoints die Monster tatsächlich haben, wodurch es eben schwierig wird zu erkennen, wie viel Schaden man eigentlich bräuchte, um die zu erledigen. Kann dann nur so grob Rückschlüsse ziehen. Okay, mein Klickschaden mit hoch 6 ist natürlich im Moment ziemlich irrelevant. So, jetzt habe ich den auch wieder um 10er Potenz erhöht, aber ja, es ist kaum sichtbar, was ich an Schaden anrichte. Aber Nayeli hat jetzt doch auch wieder einen sichtbaren Schaden gehabt. Das passt. Und dann natürlich jetzt die anderen noch nachholen. So, du bist jetzt auch bei hoch 10. Sehr schön. Du bist noch bei hoch 9. Mal gucken. Und bei hoch 10. So, damit sollten sie alle wieder, zumindest die ersten 4, einen signifikanten Schaden haben. Du wahrscheinlich noch nicht. Also du bist jetzt bei hoch 9. Das ist dann nicht allzu viel. Okay, wir kommen zu Vampiren. Ah, jetzt können wir den Sunstone einsetzen. Naja, schauen wir mal. So, jetzt muss ich sie halt wieder aufhalten, in der Hoffnung, dass sie schnell genug von meinen Leuten erledigt werden, bevor jetzt gleich der Boss auftaucht und ich mich dann darum kümmere, dass der Boss nicht allzu schnell auf meine Leute zugreift. So, also die erste Hälfte, also 25% sind schon weg. So, das heißt noch ein paar Bruno-Hits, dann geht das schon ganz gut seinen Gang. Also es sieht gut aus. Also ich denke, wir kommen gleich ein Level weiter. Und der Boss ist gleich Geschichte. Ja, hat geklappt. Ja. Das waren jetzt wieder 9 Gems. So, und dann erstmal hier wieder meine Leute unterstützen und auf geht's in die nächsten 5 Level. 13 Favors aktuell. So, das heißt, das Schloss haben wir jetzt schon hinter uns gelassen. Geht es wieder zurück ins Grün. Im Moment ist es so, ich nehme mal an, das wird auch im Großen und Ganzen aktuell so die Struktur bleiben, dass nach 50 Leveln wiederholt sich letztlich auch die Geschichte dann. Weswegen eben auch die erste Mission hier bis Level 50 geht, dass man einmal die gesamte Geschichte durchgespielt hat, um sie danach letztlich mehrfach zu wiederholen, wenn Level 150 oder ähnliches erreicht werden soll. Mal gucken, es waren ja, glaube ich, jetzt bei dem Event waren auch wieder ja, Complete Area 150 im Freeplay. Das Problem dabei ist eben, dass man das doch ziemlich häufig spielen muss, um genug Favors zusammenzubekommen, um Level 150 zu erreichen. Oder natürlich umgekehrt, dass man schon so viel in den bestehenden Spielen gespielt haben muss, dass die Crusader eine so starke Ausrüstung haben, dass es gelingt, sie bis dahin zu bringen. Also da bin ich noch nicht sicher,
ob man tatsächlich letztlich im Event selber es irgendwie sinnvoll erreichen kann, wenn man es aktiv genug spielt. Oder ob man tatsächlich darauf angewiesen ist, bereits eine sehr gute Ausrüstung zu haben, damit die Crusader stark genug sind, um mit einem Level 150 fertig zu werden. Schneller Vogel. So, mal schauen. Gunor braucht jetzt hoch 9, um da einen größeren Bonus zu bekommen. Das heißt, für ihn wird da so schnell jetzt kein neues Level rausspringen. Aber dann mal schauen, dass die anderen dort natürlich noch deutlich anschließen können. Bevor es eben dann gleich wieder zum Boss geht. Ist ja jetzt nur noch ein Level mit 25 Monstern. Und dann geht es schon wieder gegen den nächsten Boss. Mal gucken, ob da unsere Maske wieder unterwegs ist. Ah, noch den Vogel erwischen, ja. Da gilt es immer wieder, den Vogel abzuschießen. Haha. Also mal gucken, ob sie stark genug sind, sich mit dem Boss wirklich anzulegen. Im Moment sieht es schwierig aus, weil ich bin jetzt schon ziemlich damit beschäftigt. Ja, da ist unser Maskman wieder. Ja, den muss ich jetzt noch ein bisschen zurückhalten, damit sie erstmal die anderen erledigen. Und ja, schauen wir mal, ob ihr es jetzt schafft. So, hier noch ein bisschen Lebenspunkte dazu. Weil eben klar, mit den Aufleveln bekommen sie auch mehr Leben. In der Hoffnung, dass das dann einigermaßen aufgeht. Also es wird auf jeden Fall knapp werden. Gucken wir aber noch, nee, Einschlag hat er jetzt nicht mehr ausgehalten. Das heißt, damit geht natürlich auch die Damage von Bruno runter, was dann eventuell dazu führen kann, dass es natürlich nicht mehr reicht. Ja, also im Moment sind seine Schläge eigentlich nicht mehr relevant. Das heißt, da gilt es jetzt erstmal wieder ein bisschen zu grinden. Vielleicht noch das eine oder andere Update für einen von den anderen freizuschalten. Wir gucken, alles Exponenten 9. Mal gucken, was bekomme ich denn jetzt hier so zusammengesammelt. Also eigentlich eher so, ja, 0,2 bezogen auf Exponent hoch 8 zumindest. Das dauert also dann ein bisschen. Aber natürlich kann ich dann jetzt in der nächsten Stufe auch anfangen, die Abilities einzusetzen, weil die sind ja jetzt inzwischen für einigen freigeschaltet und die habe ich jetzt noch nicht eingesetzt. Kann ich gerade noch mal ein bisschen mich orientieren, weil das schaffen sie jetzt eigentlich hier unten ganz gut ohne mich. Also das ist Bruno, dass er noch mal ordentlich mehr draufhaut. Gegenüber seinem normalen Schlag mit hoch 11 ist dann halt hoch 13. Das dürfte dann schon ziemlich relevant sein. Dann Flamestrike mit Damage hoch 12. Hier auch Damage hoch 12. Das ist Nihilis. Sie kann eigentlich gleich eine ganze, kann sie hier auch eine Gruppe. Random Enemy. Nee, zu einem. Aber dafür werden alle anderen gestunt. Das heißt, das kann ich dann machen, wenn so diese ganze Boss-Horde da ist, dass sie dann schon mal hinten eingefroren werden. Und ansonsten Stoki nochmal an der Stelle, der dann auch für 10 Sekunden die anderen, also im Endeffekt hier ist es sinnvoll, erst Stoki einzusetzen, weil natürlich die anderen dann mehr Schaden nehmen, dann die einzufrieren und dann Bruno draufhauen zu lassen. Weil ihn bekomme ich jetzt leider erst mit dem nächsten Update, dass er generell diesen Keystrike hat, womit ich dafür sorgen kann, dass die anderen dann mehr Schaden nehmen. Also beziehungsweise die, die diesen Keystroke noch markiert haben, dass die eben mehr Schaden nehmen. So, jetzt kann ich ihn noch freischalten. Bei ihm kann ich jetzt gleich sagen, also sozusagen gleich das erste Upgrade ist seine Spezialisierung. Und da ich ja Bruno aktuell verwende, also ich kann das nochmal zumachen, wenn ich mir zum Beispiel noch nicht sicher bin und nochmal was nachschauen will und kann dann später nochmal gucken. Also Bruno ist aktuell ein Dwarf. Das heißt, damit ich hier den Bonus bekomme, ist es natürlich, dass ich die Spezialisierung für Dwarfs auswähle, weil er ist ja schließlich im Moment auch mein höchster Damage Maker. Wenn ich da mal durchschaue, hoch 12, sie hat hoch 11, hoch 10, hoch, okay, er hat auch hoch 12, er wäre jetzt ein Monk, nee, ein Gnomen wäre er, und er hat hoch 10.
So, mal gucken, machen wir das Upgrade mal noch dazu. Mal gucken, wie viel er dann hat. Auch hoch 10. Also im Moment hätte ich Gnome und Dwarf als Damage Dealer. Beide im Endeffekt 2 hoch 12. Und hier jetzt die Spezialisierung. Dwarfs, den anderen gibt es gar nicht. Also mit Gnomen kann man sich gar nicht sympathisieren. Also 200% Bonus, 250% Bonus auf Bonor, damit mit 7 hoch 12. Damit machen wir jetzt den Boss platt. Gibt es nochmal einen Bonus? Also auf geht's. Los zum Boss. So, mal gucken. Kann ich jetzt zumindest mal zum Testen das hier aktivieren, weil mehr als 2 Minuten dauert das ja eh nicht. Aber ja, die Monster sind jetzt so schnell weg, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt. Gut. Dann also doch erst beim nächsten Boss die Spezialfähigkeiten eingesetzt. Die halten den jetzt schon von alleine so stark zurück. Jetzt unterstütze ich sie noch mal ein bisschen und dann ist der auch schon Geschichte. Ja, so schnell geht das. So lange ist dann der gar nicht. Ah, und ihr habt gesehen, ich habe eine normale Kiste bekommen. Hey, ich will den Vogel noch erwischen. Verdammt. Okay, also was hast du jetzt erzählt? Während ihr euch um die Monster kümmert, kann ich ja im Journal noch mal ein bisschen nachlesen. Also, zu spät. Ah, okay, wir sind wieder zu langsam. Okay, wir haben einen Ring gefunden, den er verloren hat. Naja, schauen wir mal, was er noch so verliert. Oder was sich sonst noch so einsammeln lässt für die Geschichte. Es wirkt sich jetzt natürlich spielerisch jetzt nicht wirklich aus, aber schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. So, zumindest bekomme ich jetzt ziemlich viel Geld rein, dass ich auch Bruno bald noch ein Update geben kann. So dass sie natürlich meine Schadenskräfte noch weiter steigern lassen. Beziehungsweise die von Bruno halt, nicht meine. Weil mit meinem Click-Damage von 1 hoch 10 liefere ich halt einen minimalsten Beitrag. Man sieht zumindest noch dieses kleine weiße Zittern in den Lebensbalken, wenn ich die so anklicke, dass ich zumindest sichtbar bin, immerhin. Ein Wanderpaar. Gut, also die gilt es zu beschützen, auch wenn natürlich jetzt nicht wirklich was passiert, aber so halt die Geschichte. Und ich soll Waffen einsammeln. Gut, also Bruno bekommt jetzt sein nächstes Update. Mal gucken, wie hoch seine Damage dann wird. Von 7 hoch 12 auf 2,5 hoch 13. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Dann natürlich durch die anderen Updates. Okay, in dem Fall war jetzt keins dabei. Aggressive Damage of Celeste. Aber natürlich, wenn die einzelnen Spezialisierungen dann noch Upgrades bekommen, dann wirkt sich das natürlich auch nochmal auf die jeweiligen Damage um die Leute herum aus. Zumindest soweit sie halt die Boni aktiv haben. Dass wir hier in dem Fall die umgebenden Champions dort irgendwelche Boni bekommen oder dass hier die zurückliegenden und hier die vor ihm stehenden jeweils einen Schadensbonus bekommen. So, hier gibt es jetzt auch die Spezialisierung und hier ist eben jetzt, soll er eben wieder dafür sorgen, dass die vor ihm mehr Schaden bekommen oder soll er lieber mit seinem Schild die anderen schützen. Und an der Stelle bin ich wie immer hin und her gerissen, weil natürlich ist es wichtig, dass er hier, ihr seht, wie schnell er gerade hinweggemetzelt wird, eigentlich mehr Schaden aushält. Deshalb werde ich jetzt an der Stelle mal das Protection aktivieren, damit er dort einfach die Gelegenheit hat, überhaupt länger zu überleben und hier jetzt auch ihm nochmal im Level anheben. Hier kann ich nämlich dann auch nochmal sagen, okay, er ist als Tank viel wichtiger, als dass er jetzt hinter ihm letztlich dort dafür sorgt, dass die mehr Schaden machen, weil solange er aushält, desto länger kann er letztlich Schaden austeilen. Also schauen wir mal, ob die Strategie dann schon aufgeht.
Mal gucken, ich bin jetzt bei 1,9. Da habe ich hier jetzt noch Upgrades, die relativ bald kommen. Ja, dann werde ich jetzt mal die 9er Updates noch zu noch vervollständigen. Das heißt, die drei bekommen jetzt noch ein Update. Und dann geht es wieder gegen den Boss. Damit ist jetzt eine weitere Ultimate-Attack freigeschaltet, die in dem Fall 420 Sekunden Cooldown hat. Genau, also ihr Protection gilt über zwei Reihen hinweg. Das heißt, auch Nayeli ist damit noch geschützt, weil sie ja nicht mehr als zwei Reihen von Calliope entfernt ist. So, damit gibt das auch nochmal 500% Bonus auf den, auf die Protection, die sie austeilen kann oder ermöglichen kann. Und jetzt fehlt nur noch das Upgrade für Nayeli selber, bevor es dann weitergeht. So, letztes Upgrade ist erledigt, also auf wieder zum Boss. So, dann kann ich jetzt hier schon mal die Stunning einsetzen, damit alle eingefroren werden. Und dann, damit sie mehr Schaden bekommen. Da hat sie jetzt auf jeden Fall auch den Boss erwischt. Also gleich Bruno losschicken mit seiner Attacke. Und dann die anderen noch draufwerfen, in der Hoffnung, dass das ausreichend Schaden erzeugt. So, damit ist der Hobgoblin-Leader schon mal zur Hälfte zumindest besiegt. Jetzt ist natürlich die Frage, dass Nayeli und mit dem Schild lang genug durchhält gegen ihn, dass Bruno auf jeden Fall oft genug zum Einsatz kommt. Im Moment sieht es gut aus, aber natürlich werden auch die Schläge von ihm stärker. Also ihr seht, jetzt ist sie schon, glaube ich, mindestens ein Drittel runter. Ein Schlag sollte sie auf jeden Fall noch aushalten. Ja, und jetzt wird es natürlich knapp. So, jetzt ist die Frage, ob es ausreicht, dass die anderen noch so viel Schaden machen. Ja, es hat geklappt. Also wieder eine Stufe weiter und zu den nächsten Level 41. Oh, er verwandelt sich. Der arme Kerl. The Goblin Corpses 2, another of the Masked Man's Deceptions. Tja. Hinterher, ihr habt noch 10 Level, um ihn zu erwischen. Da kommt bestimmt auch gleich wieder einer raus. Na, los, komm, zeig dich. Ja, ja. Oh, diesmal waren Bären drin. Naja, kein Problem. Meine Champions kriegen euch eh klein. So. Jetzt sind wir schon bei hoch 10 und 84 Favors. So, hier ist natürlich wichtig, dass jetzt sein Key Strike dann freigeschaltet wird. Dann kann ich den nämlich beim nächsten Mal verwenden. Oh, sie sind aktuell schon etwas unter Druck. Das heißt, jetzt aktuell sind sie nicht mal mehr in der Lage, die normalen Biester zu killen. Und zumindest schnell genug, bevor sie dann die Mannschaft selber erreichen. Und bevor ich es nachher vergesse, kann ich jetzt schon mal zumindest die Formation abspeichern. Die werde ich auf jeden Fall noch ein paar Mal benutzen müssen. Ja, das ist jetzt letztlich auch der Punkt zu sagen, okay, wie lange quäle ich mich jetzt sozusagen Stück für Stück weiter, um noch zu hoffen, dass ich ein bisschen vorwärts komme. Also jetzt erstmal den Keystrike aktivieren. Genau, also 93% extra Damage für 5 Sekunden. Oder sage ich jetzt, okay, ich mache jetzt den Reset, bekomme dann jetzt schon fast 100 Favors und mal gucken, jetzt ist der nächste umgeschaltet und kann dann nämlich gleich schon mal die ersten 100 einsammeln und für ziemlich kleines Geld letztlich diese diese Mission nochmal starten.
weil da sie ja noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist, bekomme ich zwar die Endbelohnung noch nicht, also Kront ist dann zwar noch nicht freigeschaltet, aber ich kann schon mal die ersten Favors sehr günstig einsammeln. So, ich denke, ich werde die 100 noch voll machen und dann werde ich tatsächlich resetten und mal schauen, ob das eine sinnvolle Strategie ist, möglichst früh an Favors zu kommen und das halt sehr günstig, weil letztlich haben die mich ja dann nur 100 von diesen Kürbistorten gekostet und ich kann dann das Ding nochmal spielen. So, also einmal Reset und die 100 Favors eingesammelt. Ja, jetzt sogar 101. Ja, ist es noch nicht vervollständigt, ist okay. Und damit bekomme ich jetzt einen Bonus von 100%, also 1% pro Item. Gut, dann machen wir das nochmal. Ihr seht, die Schwierigkeit ist immer noch auf Fair eingestellt und ihr habt ja gesehen, bei Level 45 war es jetzt schon relativ knapp, aber immerhin bekomme ich jetzt die doppelte Goldmenge, womit ich letztlich jetzt sehr viel schneller wieder eigentlich an die gleiche Stufe komme. So, das hat jetzt eine knappe Stunde für den ersten, oder ein bisschen über eine Stunde gedauert für den ersten Durchgang. Mal schauen, wie schnell es jetzt geht, bis ich letztlich zu der gleichen Stufe wieder komme. Das eine ist natürlich, wie stark kann ich unterstützen mit meinen Klicks. Ja, also meine Klicks sind dann jetzt hoffentlich auch länger spürbar, dass sie das Killen der Monster deutlich beschleunigen. Wobei es ja egal ist, sobald die meine Helden eigentlich auch einen One-Hit-Kill hinbekommen, ist es ja genauso schnell, ob ich die jetzt kille oder halt nach ein paar Sekunden dann meine Helden aktiv werden. So, im Moment kann ich dann auch ein bisschen sehen, wenn Bruno jetzt nicht gerade dazwischen haut, dass sozusagen der Gesamtschaden so um die 50, also 45 liegt, den ich anrichten muss, bis die dann besiegt sind. Schadenstärke 8. Mal gucken, was die jetzt für Schaden haben. 92. Ja, also der Schaden hat sich auch fast verdoppelt. Ne, mehr als verdoppelt. Bei 45 wären es ja 90 gewesen. Das heißt, es sind 2 Schadenspunkte mehr, als die anderen vorhin hatten. Aber ich habe ja jetzt auch schon den doppelten Schaden und jetzt nochmal verstärkt. Dadurch ist im Moment das Geldeinkommen tatsächlich höher, als sich sozusagen die Schwierigkeit steigert. Und nochmal verdoppeln. So, der erste Boss. Ja, da ist noch ziemlich knapp, aber mein Klicken reicht letztlich aus, um ihn zu killen. Und kann ich gleich wieder die Diamanten einsammeln. So, an sich muss ich natürlich nicht direkt auf dem Monster draufhalten. Das ist eigentlich nur relevant, wenn ich dann auch Items einsammeln muss. Weil so wird, wenn ich einfach hier in der Mitte des Spielfeldes bleibe, letztlich das Monster, was am weitesten vorne ist, von meinen Blitzschlägen oder Feuerblitzen getroffen. Letztlich ist es egal, wen man in der Formation hat. Die Dialoge sind sozusagen festgelegt auf die Crusader, unabhängig davon, wer tatsächlich freigeschaltet ist und wer sich aktuell in der Formation befindet. Das bremst natürlich so ein bisschen die Immersion, aber auf der anderen Seite sind halt eh nur Rahmengeschichten, die ja eine Grundlage liefern sollen, warum man hier durchläuft und Monster killt. So, im Moment spare ich mir das Aufleveln der Champions noch ein bisschen auf und konzentriere mich momentan noch auf meine Klickstärke, einfach damit ich hier schnell einfach in den Leveln weiterkomme. Nur wenn die so signifikant unten drunter sind, also eine ganze 10er Potenz darunter, level ich die jetzt aktuell schon mal auf. Aber ansonsten schaue ich, dass ich hier eben weiterhin meinen deutlichen Einfluss behalte. Weil es sind 2-3 Klicks, die letztlich notwendig sind, um einen so ein Monster zu killen. Genau, 1,4 hoch 4 ist aktuell der Schaden. Ich habe heute 5000 aus. Das sind ziemlich genau 3 Klicks, die gereicht haben bisher. Jetzt sind natürlich auch gleich wieder eine Stufe höher. Das heißt, da liegt der Schaden jetzt bei
ja, 3,25, also die Lebens, nee, 5,4 irgendwas. Also da brauche ich jetzt schon 10 Klicks, um einen so ein Monster letztlich zu killen. Das andere, was mich dann vor allen Dingen noch interessiert, da kann ich jetzt dann auch nochmal vergleichen, weil ich hatte ja in dem Reset, ich hoffe mal, dass hier noch irgendwo steht, wie viel, also wie viel Geld ich jetzt eigentlich in diese neuen Favors umgewandelt habe. Mal schauen, hier steht es jetzt leider nicht. Das ist ein bisschen schade, aber zumindest kann ich ja dann auch, wenn ich das Video schneide, nochmal nachschauen, wie viel jetzt tatsächlich hier da verwendet wurden, um das dann später zu vergleichen, wann ich jetzt hier auf den gleichen Wert gekommen bin, weil so ein, oh, jetzt haben sie meine Crusader erledigt, weil ich natürlich nichts gemacht habe. So, mal gucken, ob ich die noch aufhalten kann. Ich glaube, die schiebt sich einfach durch. Da muss ich jetzt doch meine Crusader mal ein bisschen unterstützen und dafür sorgen, dass die mitmischen können. So, weil es interessiert mich natürlich, ob ich für den gleichen Geldbetrag die gleiche Menge an Favors bekomme oder, was ich eher vermute, dass auch die Favors pro Goldstück sozusagen weniger werden. Aber mal sehen, weil auf der anderen Seite verliert sich natürlich auch der Nutzen, weil der Goldbonus von 100%, die nächsten 100% sind halt nur noch eine Steigerung letztlich um 50% gegenüber dem, was ich dann bisher habe. Und deswegen nimmt natürlich auch ein gleichbleibender Bonus von Favors nach und nach im Effekt ab. Weswegen dann ja hier auch zumindest daneben steht, jetzt bekomme ich zwar 2 dazu, ist aber nur, ist dann auch eine Steigerung um 2% noch, weil es halt mit den 100% jetzt gerade noch relativ wenig ist. Weil da sind natürlich 100 auch immer noch eine Steigerung von 100. Während es dann bei der nächsten Rechnung natürlich plausibler wird, wenn ich dann 200% Bonus habe und dann wieder 100 drauf bekomme, dann steigert tatsächlich der Goldzuwachs sich nur noch um 50%. Also beim dritten wird es erst klarer, denke ich, dass sich sozusagen der Effekt nach und nach abnutzt, selbst wenn eine gleichbleibende Steigerung vorliegt. Ich muss ja auch wieder zum Boss kommen, statt jetzt hier so lange in dem Level zu grinden, weil ich will ja eigentlich sehen, wie schnell ich jetzt auf Stufe 45 zurückkehren kann. So, mit meiner Klickunterstützung geht es jetzt schon ziemlich flott. Und ja, mit Bruno, wenn der noch einmal drauf... Oh, die spuckt Gift. Deswegen sind die auch so früh draufgegangen. Naja, das waren die Sunstones, die ich ja dann später irgendwann eingesetzt habe, wenn auch nicht direkt sichtbar, aber zumindest im Dialog klar geworden ist, dass die Sunstones verwendet wurden. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall auch schon wieder dringend das nächste Click-Upgrade, damit ich noch weiter zügig dabei unterstützen kann, die Monster zu besiegen. Weil jetzt soll es schon relativ lange, einen so ein Monster klein zu bekommen. Aber so ist das dann schon wieder ein bisschen besser. Und die 1,2 hoch 6 sollten auch jetzt ziemlich schnell zusammenzubekommen sein. Aber mal gucken, ob das in dem Level noch klappt. Aber im nächsten ist ja auch noch ein... Ah ne, ich bin ja schon in 19. Das heißt, danach kommt schon wieder ein Bossmonster. Dann muss ich mal kurz das Auto ausschalten, damit ich hier auf jeden Fall noch das nächste Click-Upgrade zusammensammeln kann. Und nämlich hier dann noch sozusagen grinde, bis das komplett ist. So, so ein paar Monster mehr gekillt. 1,2, jawohl. Und dann Abmarsch. Mal gucken, ob es klappt oder ob ich eher noch mehr Geld brauche, um auch meine Crusader natürlich nachzuleveln. Wobei ich jetzt natürlich eh noch ein bisschen Geld bekomme. Vielleicht reicht es ja schon aus, um Bruno vor allen Dingen auf die nächste Stufe zu bringen. Ja. So, dann kann ich mir Bruno jetzt schon mal als Unterstützung holen und zwar den Wasting Blows on Enemies. So, dann heißt der jetzt noch ein bisschen aufhalten und Bruno noch 2-3 Mal draufhauen, dann ist die Sache erledigt. Oh, komm Bruno, noch einmal. Okay, es hat in Zusammenarbeit ganz gut geklappt.
So, so langsam ändert sich dann jetzt auch wieder die Strategie von meinem Klicken. Also, dass ich das zuerst upgrade, als dass ich jetzt, mich jetzt wieder mehr darauf konzentrieren werde, hier meine Helden letztlich aufzuleveln. Weil die jetzt dann doch signifikant deutlicher mehr Schaden machen, als ich mit meinem Klicken sozusagen in Begleitschaden erreichen kann. Und damit gilt es dann jetzt bei denen wieder mehr Level zu kaufen. So, der Vampir von vorhin ist jetzt auch gleich wieder erledigt. Hoffe ich jedenfalls. Vorhin muss ich ja bei dem Vampir, glaube ich, auch einen zweiten Anlauf nehmen. Das sollte jetzt hoffentlich so klappen. Also da sieht man schon, wie weit das einen Unterschied macht, weil ich hatte jetzt nicht größere Grinds zwischendurch, sondern einfach, dass dieser 100% Goldbonus halt auch ermöglicht, schneller die höheren Level zu erreichen für die Champions und damit dann auch der Damage schon viel früher passt, um die Level letztlich zu schaffen. Jetzt fehlen nur noch 15 Leveln, um wieder an dem bisherigen anzuschließen. Und ich glaube, ich bin jetzt gerade mal bei 20 Minuten, 25 Minuten, was ich jetzt sozusagen für den zweiten Durchlauf bisher verwendet habe. Weil bei 1,12 oder so war, glaube ich, der Wechsel. Da im Endeffekt jeder Crusader mit seiner Attacke ja auch die Monster für einen Moment aufhält oder blockiert. Das ist natürlich, je mehr Crusader auf dem Spielfeld sind, desto mehr Monster können auch parallel blockiert werden, sodass auch hier meine Bremsunterstützung sozusagen nicht mehr so stark notwendig ist. Aber auf jeden Fall hilft sie trotzdem immer noch weiter. Einfach, dass die nicht zu schnell zu den Crusadern weiterlaufen. Vor allen Dingen, wenn sie tatsächlich nicht mehr mit einem Klick oder mit einer Attacke so ohne weiteres gekillt werden und auch meine Crusader dann mehrere Angriffe brauchen, bis sie die laufenden Monster halt erledigt haben. So, und da ist noch... Oh, der Stein hat gleich wieder aufgehört zu wackeln. Komm, wackel nochmal, du Stein. Ja, meins. So, da ist wieder das mit dem Ringdrop gewesen. Und gleich weiter und der nächste Champion eben wieder zum Dwarfs-Bonus. Okay, beim ersten Mal habe ich natürlich auch das eine oder andere erzählt und erklärt. Das heißt, deswegen hat es natürlich auch ein bisschen länger gedauert. Aber auch trotzdem ist, denke ich, ein spürbarer Geschwindigkeitsunterschied, wie es allein mit diesem 100% Goldbonus letztlich möglich ist, hier schneller durchzugehen. Weil ich hatte jetzt, glaube ich, bis auf am Anfang bei dem einen Level, wo ich einen kurzen Grind eingelegt habe, um meinen Klicker noch zu verbessern, jetzt hier noch keine größere Grind-Notwendigkeit gehabt, wenn ich bei dem anderen doch öfter mal stoppen musste, um letztlich mich für den nächsten Boss fit zu machen. Ja, auch wenn mein Klicken keinen Schadensbeitrag mehr zum Kampf liefert, so ist es doch dann, zumindest wenn die passenden Hintergründe da sind, auf jeden Fall sinnvoll, zum einen natürlich die Vögel auf jeden Fall zu erwischen, die bei jedem Hintergrund rumfliegen, aber auch eben hier im Hintergrund, wenn da die Gnome auftauchen oder eben die Steine wackeln und da irgendwelche Schätze zu finden sind, dass ich das auf jeden Fall rechtzeitig mitnehme. So, da ja die andere nachher den Schadens, also beziehungsweise die Hitpoints bekommt, werde ich jetzt dann doch hier bei dem Damage-Bonus bleiben und werde dann nachher nachschauen, dass sie halt ihren mit dem Upgrade dann ihre Gesundheit verbessert bekommt. Mal gucken, was sie eigentlich aktuell. Okay, im Moment hat sie hoch 4 HP. Und mit dem anderen bekommt sie ja 5000, also ich glaube 5 hoch 5 HP dazu oder 1 hoch 5, werde ich hier gleich nochmal sehen dann. Genau, schon ist es soweit. 3 hoch 5, also es ist ein deutlicher Gesundheitsbonus und den werde ich an der Stelle dann nutzen. So, selbst der Boss von Level 40 hat es jetzt geklappt, ohne irgendwie speziellen Grind gleich über den Haufen zu rennen, auch wenn es ihm jetzt im Moment wieder nichts mehr nützt. Aber das nächste ist ja dann jetzt gleich das Spinnenmonster, was dann in Level 45 gewartet hat. Und danach werde ich dann mit Level 50 die Folge auch abschließen.
Und mal sehen, was ich dann in den letzten 24 Stunden noch hier freischalten kann. Zumindest werde ich dann den Champion freigeschaltet haben. Das heißt, den habe ich dann auf jeden Fall mal sichergestellt. Die anderen Sachen, das wird dann eben nicht so klappen im Moment. Weil dazu habe ich einfach noch nicht die Zeit, jetzt wirklich, oder vielmehr das Interesse, so viel Zeit in das Spiel zu investieren, um da so komplett anzuschließen. Ich werde aktuell weiterhin beobachten, wann jetzt weitere Events kommen. Und ansonsten sind ja zum Glück die anderen beiden Karten und die Mission permanent verfügbar, sodass man die nach und nach einfach spielen kann, ohne dass man jetzt dann sozusagen ständig in Zeitnot ist, innerhalb von einer Woche bestimmte Karten durchzuspielen, um da entsprechend alle Boni einzusammeln. Also im Moment bin ich jetzt bei 86 Idols, also beziehungsweise Favors halt. Lyras Favors. Also könnte ich davon ausgehen, so Pi mal Daumen, dass wahrscheinlich tatsächlich die Favors in gleicher Form für das Gold gegeben werden. Auch wenn sie wahrscheinlich pro Durchlauf, also innerhalb eines Durchlaufs, natürlich Stück für Stück teurer werden. Weil das Gold sammeln oder die Anzahl an Gold, die man pro Monster bekommt, ja auch signifikant steigt, Stück für Stück. Und sonst würden sich sozusagen die Favors überschlagen, die man da bekommt, wenn man dann ein Monster killt. Wenn man irgendwie die ersten 10, 20 Level sozusagen noch gar kein einziges Favor bekommen hat und man dann später für einen Boss-Kill oder einen Monster-Kill dann irgendwie 20, 50 oder mehr Favors bekommt, das wäre ja dann auch irgendwie merkwürdig. Also skaliert das wahrscheinlich Stück für Stück hoch. Genau, also zumindest ist es jetzt aktuell auch schon wieder ein bisschen sperriger. Das heißt, ich schaffe sie kaum und tatsächlich habe ich jetzt fast die gleiche Anzahl an Favors erreicht, wo ich vorhin resettet habe. Da ist jetzt eben die Frage, eigentlich das Spiel noch ein paar Mal zu wiederholen, weil natürlich ist es eben, wie gesagt, sehr günstig mit 100 Kürbistorten da eigentlich auch 100 Favors einheimsen zu können. Ich denke, ich werde mir die Strategie dann für die nächsten Events auf jeden Fall aufheben und das wahrscheinlich dann mehrfach so wiederholen, bis ich eigentlich so schnell an dieser Stelle bin, dass es sich dann nicht mehr lohnt, für 100 Favors sozusagen ein so ein Reset zu machen, sondern dann es lohnt einfach weiterzulaufen, weil dann doch die zusätzlichen Favors relevant werden, die man halt nach Level 50 weiterhin verdienen kann. Weil natürlich auch eben die Goldbelohnungen pro Monster natürlich mehr werden. Jetzt fehlt tatsächlich nur noch ein Level bis zur Spinne. Und auch wenn die Strategie jetzt vielleicht nicht optimal ist, wenn ich jetzt gleich Level 50 dann abschließe, um den Crusader freizuschalten und ich das vielleicht später machen sollte, möchte ich einfach für die Folge das natürlich auch mit drin haben, um zu gucken, wie sind jetzt die anderen Missionen dann aufgebaut. Und welche Belohnungen, wobei ich glaube, da gibt es Kisten dann, beziehungsweise spezielle Gear-Kisten, wo auf jeden Fall für den neuen Crusader dann entsprechendes Gear drin ist, sonst hat man eh kaum eine Chance, genug davon zusammenzubekommen. Ach, das war das jetzt gar nicht die Spinne? Nee. War die Spinne davor? Bis zu dem habe ich vorhin auf jeden Fall nicht gespielt. Naja, schauen wir mal, ob wir den klein kriegen, ohne dass ich hier bereits irgendwelche Fähigkeiten einsetzen muss. Ja, und jetzt bin ich schon bei 126. Also es nimmt natürlich auch erheblich zu, je weiter ich in diesen Leveln vorwärts komme. Einfach aufgrund der höheren Goldmenge. Aber das hat jetzt nicht gereicht, weil mit dem Bonusverlust, den er ausübt, klappt das so sonst nicht. Keine Ahnung, wo ich meinte, die Spinne als Bossmonster erkannt zu haben. Gut, also nochmal ein Versuch jetzt mit dem Typen. Und erstmal hier das Stun, damit die nicht angreifen können. Dann, dass sie mehr Schaden nehmen. Bunor, Feuerball und die anderen beiden Angriffe. So, damit ist er jetzt nochmal relativ weit hinten. Und ich hoffe, dass ihr es schafft. Ja, machen wir Bruno gleich mal noch einen Bonus. Was, so wenig Schaden machst du im Moment?
Das wird schwierig. Okay, jetzt hat er deutlich mehr Schaden angerichtet. Okay. Gut. Damit ist das Level auch vervollständigt und ich brauchte jetzt keinen größeren Gradient. Und jetzt geht's ab in die Cave. Ja, also auf jeden Fall, die Stufe von vorhin ist ja auf jeden Fall erreicht und sogar schon deutlich überschritten. Und es hat deutlich weniger Zeit benötigt. Und das 140 Favors sind auf jeden Fall jetzt schon möglich. Das heißt, das ist so die Stärke, die auf jeden Fall unterhalb von Level 50 erreicht werden kann und theoretisch dann mehrfach gespielt werden kann. Also ich denke, es wird auf jeden Fall eine sinnvolle Strategie sein, eine möglichst große Anzahl von Favors für diesen geringen Bonus zu sammeln. Weil ich hatte das nämlich im letzten, hatte ich dann angefangen, die Free-to-Play-Mission, die 2500 von den Kürbissen kosten pro Einsatz, versucht zu spielen. Und über die Free-to-Play-Mission hatte ich keine Chance, irgendwie genug Favors zusammenzubekommen, damit die eben ich bis Level 150 spielen kann. Weil so viele Bonuswährungen habe ich dann doch nicht gesammelt. Das hat schlicht und ergreifend nicht gereicht. Genau, hier ist jetzt wie gesagt auch die Schwierigkeit. Ich muss alle 25 Teile einsammeln. Das heißt, wenn ich jetzt meine Helden zu stark belagern lasse und hier nicht mehr unterstütze und ein bisschen abbremse, dann besteht natürlich die Gefahr, dass ich dann kurz bevor ich die 25 komplett habe, überrannt werde. Also von daher ist es schon wichtig, hier noch zu unterstützen, dass die dort auf jeden Fall nicht mit allen gleichzeitig zu tun bekommen. So, komplett. So, vor dem nächsten Boss werde ich dann doch wahrscheinlich noch eine ziemliche Grindschleife einlegen müssen. Je nachdem, wie stark jetzt hier ja, die Golddrops sein werden. Tja, wahrscheinlich wird es sich tatsächlich lohnen, hier nochmal einen zweiten Reset zu machen und dann nochmal von vorne zu starten. Statt jetzt eben hier lange zu grinden. Das ist eben genau der Punkt. Also das Grinden lohnt sich eigentlich weniger, weil es einfach viel zu lange dauert, bis man hier Geld zusammenbekommt. Während wenn ich eben jetzt resette, ich ja nochmal 1,8-fache dazu bekomme, was den Goldbonus angeht. Ja, also an der Stelle doch noch ein dritter Durchlauf, bevor es dann klappt. Hoffentlich die erste Mission zu erfüllen. Muss ja nicht alles gleich beim ersten Anlauf erledigt werden. Also jetzt kann ich mir nochmal merken, ich habe jetzt aktuell 8 hoch 11 Gold für 185 Favors. Mal gucken, wie viel es dann im nächsten Durchlauf werden. So, am Anfang waren es ja 1 Goldmünze pro Monster, also beim ersten Durchlauf. Jetzt sind es inzwischen 4, was ja logisch ist, wenn irgend 2,8-fache dazu kommt. Also mal schauen. Jetzt bin ich bei 2 Stunden und 5 Minuten. Mal gucken, wie schnell ich jetzt hier wieder auf über Level 45 jetzt anschließe und wie gut es dann klappt. Das heißt wohl, die Spinne war so früh am Anfang, bei Level 15 bereits. Ich hätte echt gedacht, dass die viel, viel später kam, aber wahrscheinlich, weil ich da das erste Mal im ersten Durchlauf auch einen Stopp gemacht habe und kurz gegrindet habe, weil die Spinne ja meine Crusader überrannt hatte. Wahrscheinlich ist sie mir deswegen so in Erinnerung geblieben und ich dachte, die wäre viel stärker und viel später gekommen. Aber so ist das. Nicht seinen Erinnerungen trauen, sondern lieber rausfinden, was tatsächlich passiert ist, weil die Erinnerungen sind sehr trügerisch. Ja, auf jeden Fall nach dem nächsten Durchlauf wird es auch Zeit für eine Pause, weil langsam wird es natürlich dann doch etwas eintönig, nachdem ich jetzt das gleiche schon zum dritten Mal durchlaufe. Also ich habe jetzt etwa die Hälfte von den Favors von vorhin erreicht, weil vorhin hatte ich ja 185 zum Resetten. Und ich bin jetzt gerade mal bei 1 hoch 11 und vorhin hatte ich ja mit 8 hoch 11 resettet. Also auf jeden Fall werden die Favors
definitiv weniger, aber mal sehen, ob ich bis dahin jetzt tatsächlich noch weitere 100 oder vielmehr ein bisschen weniger Favors einsammle, bis ich bei 7 hoch 11 irgendwo ankomme. Hier ist zumindest nochmal der Vergleich für die ersten Teil, also bei 1 hoch 11. Keine Ahnung, ob ich so viel vorhin hatte, wo ich die ersten 101 auch bekommen habe. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein netter Vergleichswert. Auf jeden Fall habe ich jetzt trotzdem eine halbe Stunde gebraucht, um jetzt etwa an der Stelle wieder anzuschließen. Es ist etwas weniger Zeit, also natürlich beschleunigt es sich, aber trotzdem, sobald natürlich meine Klicks keinen Effekt mehr haben, kann ich nicht mehr allzu stark beschleunigend eingreifen und so ist, denke ich, vor allen Dingen die Zeit relevant, die halt meine Crusader brauchen, bis sie ihre Attacken auslösen können. Und wenn sie da ein bisschen stärker sind, geht das natürlich auch leicht schneller, aber trotzdem bleibt eigentlich die eigentliche Zeitbremse dann der Cooldown für die normalen Angriffsabilities der einzelnen Champions. Genau, und das ist jetzt auch so langsam das Level, wo halt die Monster bis zu meinen Crusadern durchdringen, weil sie halt dann nicht komplett vorher gekillt werden, oder zumindest wenn ich sie nicht auch ausreichend aufhalte, dass die dann meine Crusader genug Zeit haben. So, mal schauen, wie gut es jetzt klappt, hier direkt den Boss vor dem Entrance zu killen. Beim letzten Mal hatte ich hier ja dann die Abilities, glaube ich, eingesetzt, weil den 50er hatte ich ja eh noch nicht gemacht. So, mal schauen. Also im Moment hat der Grizzly schon ganz gut Schaden genommen. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht genau sehe, wie viel... Ah, okay. Sie ist schon fast erledigt. Dann reicht es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, mit dem Damage von den anderen das klein zu bekommen. Leider. Das heißt, da werde ich dann nochmal switchen, weil jetzt die Abilities einzusetzen, zum einen sind manche dann tatsächlich schon weg, weil sobald die Crusader nicht da sind oder halt gestorben sind, sind auch die Abilities nicht verfügbar. Und das andere ist natürlich, dass auch die Damage der Abilities wieder runtergeht, sobald die Boni entfallen. So, hier gilt es dann wieder das Stunning. Und hier, ich glaube, der Fireball war das, der dir auch zurückpusht. Genau. Und jetzt natürlich noch hier den Schadensverstärker auf jeden Fall draufzusetzen. Weil damit sollten meine Crusader auf jeden Fall dann kein Problem haben, rechtzeitig, bevor der seinen Damage aufbaut, ihn zu erledigen. Ein Eulenbär ist es, kein Grizzly. So, die kann ich einsetzen, die ist ziemlich schnell wieder verfügbar und dann geht's jetzt weiter. Mal sehen, ob die letzten 5 Level jetzt klappen und ich dann das abschließen kann. So, jetzt mal gucken. Okay, also ich bin noch knapp davor, dann mal das auch im Auge zu behalten. Wann ich jetzt meine 185 Favors bekomme, ob das tatsächlich ziemlich genau mit diesen 7 hoch 11 dann übereinstimmt. Kann ich eigentlich den Dialog offen lassen, weil die brauchen mich ja jetzt eh nicht unbedingt. Und kann stattdessen hier einfach das Gold einsammeln. Aber jetzt ist das, was ich schon die ganze Zeit überlegt habe, waren es tatsächlich 7 oder eigentlich gerade auf dem 8 hoch 11. Weil das kann ich dann jetzt erst wieder vergleichen, wenn ich mir die anderen Sachen angeschaut habe. Also entweder nimmt es leicht ab oder es waren tatsächlich bei 8. Also mal gucken, wo der Stand bei 8 ist. Weil mehr wären es mit Sicherheit nicht. Okay, also es sieht irgendwo danach aus, als ob die Menge, die dann sozusagen für das Gold eingetauscht wird, ziemlich gleich bleibt. Oder letztlich der Abbau oder irgendwie dieser Anstieg, der dann eventuell mehr Gold pro Favor benötigt, nicht so stark ins Gewicht fällt. Also mal schauen. Jetzt bin ich bei 185, genau. Ich bin ziemlich genau unter dieser 8er-Grenze. Ich glaube, das war auch vorhin so. Und ja, jetzt bin ich deutlich angestiegen und auf den 86er geschlittert. Also ich denke, das sieht ganz gut aus. Dass sich das auf jeden Fall lohnt, dann mehrfach das durchzuspielen, bis sozusagen der Bonus, jetzt eben noch 66%, was die aktuellen Favors ausmachen würden, den lieber ein paar Mal mitzunehmen, bevor man dann tatsächlich mehr freischaltet. So, den hatte ich jetzt noch nicht platziert mit bestimmten Sachen.
So, die müsste ich vor allen Dingen mal in die Mitte nehmen, damit die alle anderen auch erreicht. Weil sonst ist der Platz da unten ein bisschen knapp eventuell. So. Zumindest kann man hier auch die Formation abspeichern, auch während die unter Angriff ist. Das war ja bei Crusader of the Lost Isles nicht möglich. Da konnte man die weder speichern noch laden. Aber das geht jetzt an der Stelle. So, zumindest sind sie hier jetzt ganz gut in der Lage, dass er so lange durchhält, oder sie vielmehr, ist ja eine Female, dass Nayeli ja, resistent genug ist, um dieses Level abzuschließen. Aber das wird natürlich jetzt noch ein bisschen schwieriger bleiben, jetzt nochmal 25 Monster zu killen, bevor es dann nochmal gegen den Boss geht. Ja, hier wird es natürlich ein bisschen problematisch, weil wenn sie nicht durchhält, nützt es mir auch nichts, dass ich jetzt inzwischen schon 11 Monster erledigt habe, weil ich ja gleich jetzt wieder von vorne anfangen muss. Das heißt, da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Grinding, wahrscheinlich noch ein paar Minuten. Oder ich könnte das über das Item lösen und einfach über meine Klicks dann durchmarschieren. Aber ich hoffe mal, dass ich das mit einem kurzen Grind hier jetzt noch hinbekomme. Mal gucken, ich bin jetzt bei 2 hoch 11. Was bekomme ich so aktuell? 0,06. Ne, 0,12 waren das jetzt. Hoch 11. Okay, sie ist jetzt schon mal am Upgrade. Mal gucken, die anderen hoch 11 sind eigentlich alle im 11er-Bereich, außer die letzten beiden. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis ich da genug zusammen habe, um die dann abzugraden. Mal gucken, den werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Aber ja, also es ist kaum sichtbar, der Anteil, den ich selber an Schaden anrichten kann. Ach genau, ich wollte euch ja da noch zeigen. Dann kann ich ja jetzt an der Stelle mal die Silver Chests nutzen und hier letztlich Gold holen. Weil wie gesagt, also 2 von den Karten geben nichts als Gold. Und eine gibt dann zumindest noch ein Item. Deswegen, wie gesagt, es lohnt sich aus meiner Sicht nicht wirklich für diese normalen Chests zu sparen. Und dann kann ich jetzt hier sogar gleich den teuren auslösen und hier noch ein paar andere dazu kaufen. Und damit wahrscheinlich einen ausreichenden Bonus haben, dass ich jetzt dann im nächsten Level zumindest so weit bestehen kann, dass ich das abschließen kann. Weil Bruno hat damit natürlich auch nochmal einen deutlichen Bonus erhalten, was seinen Schaden angeht. Und ansonsten mache ich halt noch eine von den grauen Kisten auf. Eine habe ich ja jetzt, während ich hier mit euch die erste Mission letzte zum dritten Mal durchgehe, habe ich ja insgesamt eine Kiste zumindest bekommen. Kann ich ja kurz nochmal ins Journal reinschauen, in das Loot-Journal. Genau, also hier seht ihr eine Kiste verbraucht. Das sind die Items und das Gold, was ich dafür bekommen habe. Hier sind so, also ich bin jetzt bei 1243. Das heißt, ich kann mir 2 goldene Kisten auf jeden Fall leisten. Und mal sehen, was habe ich denn so insgesamt eingenommen? Wo bin ich denn gestartet? Also das war das zweite. Und das war letztlich der erste Durchlauf. Also 200 Gems hat mir das jetzt sozusagen die 2 Stunden auch gebracht. Also 100 Gems pro Stunde. Ah nee, wir sind jetzt fast bei 3 Stunden. Also ein bisschen weniger. Also eher so 80, 70, 80 Gems pro Stunde. Und ja, wo war jetzt die Kiste? Einmal ist doch eine Kiste aufgetaucht. Genau, erster Set, zweiter Set. Genau, gleich beim ersten Durchgang bei Boss 35, da ist die Kiste aufgetaucht. Die ist jetzt wieder aufgebraucht. Ha, ja, also es hat geklappt, sogar ohne irgendwelche Nachhilfe von mir. So, jetzt mal hier noch die nächsten aufleveln. Mal gucken, 1 hoch 7, den werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen, damit der nochmal auch seine Kampfstärke verbessert von 1,6 hoch 14 auf 1,66 hoch 14. Naja gut, das war dann nicht allzu viel.
Und dann schaue ich mal, dass ich jetzt den Boss klein bekomme. Guck mal erstmal, wie weit ich so normale Kopfweise komme. Weil das sollte jetzt genau der finale Kampf gegen den Boss sein. Der Masked Man ist trapped. Er kann nicht mehr weglaufen, weil wir haben ihn jetzt in seiner Höhle gestellt. Das sieht ja schon mal ganz gut aus, dass da eins von den Monstern schon so früh fast komplett besiegt ist. So, den muss ich jetzt ein bisschen aufhalten, bis wir mit den Monstern aufgeräumt haben, damit die mir nicht auf den Keks gehen. Kommt, kümmert euch um die Monster und dann zeigt mir mal, ob ihr den Masked Man klein bekommt. Oder ob ich euch letztlich mit den Abilities unterstützen muss. Das kann ich eigentlich jetzt gleich schon mal machen. Schieb mal die erstmal nach hinten. Und bis der dann wieder ran ist. Oh, das hat jetzt schon ganz ordentlich reingehauen. Dann machen wir da nochmal das Stunning, damit der keinen Schaden anrichten kann. Und hauen dem ein bisschen was auf die Rübe. Ja, also mit dem großen Angriff hat das dann schon ausgereicht. Und damit ist jetzt zumindest sowohl er besiegt und ich kann den Leuten das, was er auf dem Fest geklaut hat, alles zurückgeben. Ich kann jetzt natürlich generell noch weiterspielen und kann hier noch ein bisschen Geld einsammeln, weil natürlich ist dann jetzt der Anstieg signifikant, mal gucken, also auf jeden Fall 300 gegenüber dem, obwohl ich nur 5 Level drunter war, mit 185 sind gleich schon wieder 120, 130 Favors mehr. Das heißt, da ist natürlich sinnvoll jetzt zumindest, wo sie hier so entspannt weitermachen können, die noch bis zum nächsten Boss oder vielmehr bis zum ersten Boss, der sich dann wiederholt, laufen zu lassen, um hier dann trotzdem noch das Maximum an Favors mitzunehmen. Also ich warte noch einen kleinen Moment dann, bis ich dann gleich in den Reset gehe. So, damit bin ich auf jeden Fall in der Lage, dann tatsächlich mein Goldeinkommen nochmal zu verdoppeln. Immerhin über 100% Steigerung, was die Favors angeht. Aber dann mache ich an der Stelle jetzt auch Schluss. Und ja, aktuell ist es jetzt noch etwas über einen Tag, bevor das Event zu Ende geht. Zumindest habe ich meinen Crusader dann jetzt bekommen. Also Abschluss und Crusader einsammeln. So, das Bild ändert sich zumindest bisher nicht. Das bleibt immer gleich. Aber natürlich bekomme ich jetzt angezeigt, dass ich dann Kront freigeschaltet habe. Und damit auch weitere Adventure, die jetzt freigeschaltet werden. Genau, das sind die drei Missionen, die letztlich, ja, ihr seht, das kann ich jetzt nicht mehr starten. Die Free-to-Play kostet 2500, wie gesagt, die ist eigentlich viel zu teuer an der Stelle, um über die Idols zu sammeln oder über die, die Favors zu sammeln. Das heißt, da ist es sinnvoller, jetzt lieber so viel Favors, wenn man das eben nicht hier schon so gemacht hat, wie ich es gerade vorhin schon vorgeschlagen habe. Das heißt, hier vor Area 50 so oft wie möglich zu resetten, um hier möglichst viele Favors schon mal einzusammeln als Basis. Dann hier jetzt den Tausender so oft zu spielen, dass da auf jeden Fall so viel Boni zusammenkommen, dass man die Areas locker schafft und dann vielleicht auch leichter in die 100 und 125 kommt, weil eben hier die Objectives-Kosten auf jeden Fall deutlich höher sind. Also für mich werde ich jetzt erstmal den Tausender logischerweise starten, weil ich natürlich das Maximum rausholen möchte aus den 1000 Einheiten dann, als wenn ich hier mit 2500 und eigentlich nicht sehr weit komme. Auch wenn ich hier beliebig lang spielen kann, aber da ich hier mit Sicherheit noch vor Level 75 sinnvollerweise resette, nehme ich dann jetzt den Tausender und starte damit in den eigentlichen Einstieg. So, complete 4 unique adventures. Das habe ich dann jetzt auch abgeschlossen. Das ist ein normales Adventure, also normaler Abschluss. So, jetzt habe ich hier schon 7, aber für euch gibt es jetzt eh nichts Neues mehr, weil natürlich wiederholt sich jetzt die Geschichte in allen Strukturen. Achso, ich kann jetzt nochmal nachschauen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was jetzt tatsächlich der Unterschied ist. So, Bruno mal noch ein bisschen so aufstellen, dass er alleine zurechtkommt, ohne meine Unterstützung. Noch einen aufleveln, dann sollte er in der Lage sein, sich da durchzukämpfen. Genau, nochmal ganz kurz einen Blick auf die
Wobei, steht es hier auch drin? Nee, da steht nur, dass ich die Adventures letztlich absolvieren soll, was dann letztlich auch zu einem Achievement wird. Also hier, das eine Achievement ist jetzt vervollständig, ich habe ihn bekommen. Und hier die drei Adventure, die ich dann vervollständigen soll, das sind dann die drei. Dann die Gear-Ausrüstung und eben Area 150 abzuschließen und seine Spezialmission, dass ich eben 100 Enemies mit Kronos Cantrips dann erledigen soll. Ah, jetzt hat es doch nicht gereicht. Hat er sich überrumpeln lassen. Dann muss ich jetzt mal kurz nachhelfen, damit er dann in der nächsten Area weitermachen kann. Und jetzt nochmal auf die Campaign Map geschaut. Also, City Pickpocks attack and steal some of your gold when they hit your formation. Okay, also die klauen mir tatsächlich Gold. Dann various foes attack with each unique and annoying ability. Okay, auch was anderes, aber zumindest die Formation bleibt, die ist nicht blockiert. The night gets darker, each area you enter, it's a bit darker. Reducing your gold find and increasing the heals of the monster. Okay, also hier zieht die Schwierigkeit dann nochmal stärker an. Also bevor man hier dann die 5000 letztlich ausgibt, um die Mission zu machen, sollte man sicher sein, dass man zumindest entspannt Area 125 erreicht. Und sei es auch nur hiermit. Aber auch die Missionen lassen sich nur einmal komplett vervollständigen, wenn man die Objectives erfüllt hat. Also aufpassen, rechtzeitig vor 75 ab und zu mehrfach resetten, um letztlich das Maximum an Idols, an Favors rauszubekommen. Weil sonst dürfte das nicht zu schaffen sein, so ohne weiteres Area 150 zu erreichen, um letztlich auch bis zur letzten Achievement dort durchzukommen. Ansonsten noch einen ganz kurzen Blick nochmal hier, habe ich noch nicht großartig gespielt. Ich habe noch gar nicht gespielt in der neuen Map. Aber auch hier gibt es einige Missionen, die auf euch warten, zu vervollständigt zu werden. Und hier habe ich zumindest hier schon mal die ersten freigeschaltet, die ich auch noch nicht abgeschlossen habe an der Stelle, die man dann eben auch nur einmal spielen kann, bis zum Free-to-Play. Und hier sind eben noch mindestens 4 weitere Blöcke, die jeweils, ich glaube, immer diese oder mindestens diese 3 Untermissionen haben. Und ihr seht also, hier sind solche Sperren, das heißt eben die Formation, die hier standardmäßig gewendet wird, kann hier auch beeinflusst werden, dass die halt dann entsprechend eingeschränkt wird. Hier ist zumindest nichts und es ist alles die gleiche Formation, soweit. Ja. Also, wie gesagt, es hat sich schon viel getan hier im Spiel. Ihr könnt einiges an Zeit reinstecken, um hier dann ja, verschiedene Abenteuer zu erleben und Achievements freizuschalten, eure Crusader aufzuleveln, Rüstung über die Chests vor allen Dingen zu bekommen. Also ihr könnt keine Rüstung direkt finden, sondern nur über die Chests und über die Gems, die ihr letztlich bekommt, könnt ihr im Shop vor allen Dingen die Goldkisten dann kaufen, mit denen es dann halt auf jeden Fall auch deutlich besseres Gear gibt, als in den Standardkisten verfügbar ist. Also hier nochmal ein Blick auf den neuen. Mal gucken, da ist er. Krond. Also um den werde ich mich jetzt noch ein bisschen kümmern müssen. Aber viel Zeit bleibt nicht, den innerhalb von 24 Stunden jetzt soweit auszurüsten, dass wenigstens das dann noch erledigt ist. Also soweit für heute. Nochmal ein weiterer Blick auf Idle Champions und wie es jetzt aussieht im Early Access, wo es jetzt freigeschaltet ist. Es soll, wie gesagt, keinen weiteren Reset mehr geben, sondern ihr könnt einfach durchspielen und Stück für Stück schon mal die einzelnen Maps freischalten, eure Favors sammeln und Edelsteine gegen Kisten eintauschen. Also viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!